diese Hütte hinter mir, in der befindet sich der Wurmkompost, wo wir einfach unsere organischen Küchenabfälle reinwerfen und sozusagen hier die Würmer gezüchtet werden. Und ich möchte euch einfach mal in dem Video zeigen, wie das hier aufgebaut ist, wie es innen drin ausschaut und wie hier einfach sozusagen guter Humusboden aufgebaut wird. Das Wurmhäuschen ist sehr schlicht aufgebaut. Also wie ihr hier sehen könnt, hat es ein Wellblechdach, hat hier so ein paar Gitterwände sozusagen, wo halt auch hier der Regen reinkommen kann. Und auch die Luft sozusagen, das sind ja zwei wesentliche Faktoren für die Kompostierung, Feuchtigkeit und natürlich auch ein bisschen Sauerstoff, damit es nicht schimmelt. Und außen herum, wie ihr sehen könnt, ist halt diese Hütte mit diesem Stoff umhüllt, damit die Sonne nicht einfach so reinscheint, beziehungsweise auch hier für die dann starke Verdunstung sorgt, weil einerseits ist halt hier die Sonne recht intensiv zur Mittagszeit und sonst würde auch den ganzen Tag von früh bis abends die Sonne hier reinscheinen und die Würmer mögen es halt natürlich dunkel, damit eine gute Kompostierung vonstatten geht. Und jetzt möchte ich euch einfach mal zeigen, wie es halt innen drin ausschaut in dieser Wurmhütte und dann gehen wir einfach mal ganz kurz rein. Von innen kann man das auch nochmal ganz gut sehen, wie halt das Gebäude auch aufgebaut ist. Auch hier wieder diese Verdunklung und Ummantelung, sage ich mal. Und auch hier alles so Gitterwände, wo halt wirklich der Regen mal durch kann, damit halt wirklich hier auch alles schön feucht ist. Hier in der linken Ecke, das ist schon mal fertiger Kompost oder fortgeschrittener verrottete Masse. Der war zunächst hier in der Ecke, wo der neue Haufen ist und den haben wir dann nochmal umgeschichtet und gewendet, damit halt nochmal Sauerstoff reinkommt und dann haben wir auch nochmal geschaut, ob da ein paar Regenwürmer sind. Ist halt noch der Anfang, ein paar Würmer waren drin mit Eier und wie ihr auch hier sehen könnt, befinden sich auch hier schon einige Pilze. Pilzmyzele ist natürlich auch wunderbar und gut. Ist einfach nochmal zusätzliches Leben, Mikroorganismen, Pilze, das gehört einfach alles mit so einem guten Boden und Kreislauf dazu, zumal wir halt auch unten Holzabschnitte und Holzhäcksel mit eingearbeitet haben, damit halt hier nochmal die Pilze eine gute Grundlage haben und halt die sind ganz unten, damit halt die Verrottung etwas, weil die halt für die Verrottung länger benötigen. Und oben haben wir dann nochmal ein bisschen, die Früchte mit eingearbeitet, weil die halt von der Verrottung her schneller sind. Und das alles haben wir dann mit Erde bedeckt, die wir dann hier aus der Farm aufgegraben haben. Und das ist ja jetzt hier der neue Haufen, den wir angesetzt haben. Hier mit den ganzen Früchten, also der überwiegende Teil stammt von mir. Also die ganzen Melonen, Salat, Avocados, Gurken, Schalen. Auch hier diese gelben Früchte, die riechen sehr, sehr süß. Die kenne ich noch gar nicht, die habe ich auch jetzt hier auf der Farm kennengelernt. Und hier die ganzen Bananen, ein bisschen mit Erde wieder auch gemischt. Und hier auch noch eine Sternfrucht. Und was ich auch hier momentan esse, ist auch viele junge Trinkkokosnüsse. Hier könnt ihr jetzt zum Beispiel eine grüne Schale sehen. Die habe ich jetzt ganz unten hingelegt, weil die natürlich auch wie Holz etwas länger für die Verrottung benötigen und soll einfach hier die Grundlage schaffen. Und so stapelt sich halt auch dieser Haufen nach und nach. Hier könnt ihr auch die Steinumrandung sehen. Also die Höhe soll es dann auch dementsprechend erreichen, der Wurmkompost, bis er dann alles schön und gut verrottet. Und so wächst langsam und organisch der Wurmkomposter. Ja, wie gesagt, also ich tue den größten Teil hier beitragen, bin ja Rohveganer. Und wenn hier noch mehr Leute so auf diese Ernährungsweise sind wie ich, die ganzen wunderbaren Früchte und Salate essen würden, dann würde wahrscheinlich der Haufen noch größer wachsen. Und hier hinten in der Ecke haben wir dann nochmal die Erde, die wir halt nach und nach ein bisschen mit einarbeiten auf den Haufen zum Bedecken, damit dann auch die oberste Schicht hier von den Würmern noch verrottet wird. Dafür haben wir auch hier diese Schaufel. Genau. In diesem Sinne hat es mich sehr gefreut, euch mal ein bisschen hier diese
Wurmhütte oder einen Wurmkomposter zu zeigen. Einfach eine Möglichkeit hier in Costa Rica aufgrund des Wetters. Natürlich in der Dürrezeit muss man sich halt irgendwie zu helfen wissen. Und wenn man jetzt nicht unbedingt eine Wurmkiste bauen möchte, dann ist halt so eine Hütte in diesem großen Maß, um halt hier zum Beispiel wie auf dieser Farm einfach größere Mengen guten Wurmhumus herzustellen, auch eine wunderbare Möglichkeit, und die möchte ich euch natürlich nicht vorenthalten. In diesem Sinne würde ich mich gerne auch über einen Daumen nach oben freuen, und gerne könnt ihr auch diesen Kanal kostenlos abonnieren und auch auf die Glocke drücken. Und gerne freue ich mich auch, wenn ihr ja meinen Kanal an Freunden, Bekannten und Social Media Plattformen weiterempfehlen würdet, einfach ja vom Peace-Projekt sozusagen erzählen könnt, damit ich einfach ja mehr Motivation habe für euch Videos ja in meinem Garten hier in Costa Rica ja zu machen. Und in diesem Sinne vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt, und ich wünsche euch nochmal eine wunderbare und erholsame Zeit. Wir sehen uns in dem nächsten Video hier im Peace-Projekt. Bis dahin. Ciao.